Ja, zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier und haben die Rückkehr abgeschlossen. Das war eine Mission auf den Philippinen. Und genau, Freunde, dann wartet auch jetzt die letzte Mission von der amerikanischen Kampagne auf uns. Was war der Fleischwolf? Würde ich mal sagen, gucken wir einfach mal rein. Das ist ja sehr spannender Titel auf jeden Fall. Es hat sich herausgestellt, dass wir einen Stützpunkt für Geleitjäger zum Schutz der Bombenangriffe auf Japan brauchen. Iwo Jima liegt nur 650 Meilen von Tokio entfernt und dort werden gerade zwei Flugplätze gebaut. Die Eroberung dieser Flugplätze ist das vorrangige Ziel, wobei das Endziel darin besteht, die feindlichen Truppen auf der Insel zu beseitigen. Die Insel wird bereits tagelang von der See und aus der Luft intensiv bombardiert, um die Verteidigung zu zermürben, aber die Japaner hatten genug Zeit, sich in ihren Stellungen zu verschanzen. Der Ausgang ist also ungewiss. Die Japaner haben Iwo Jima lange Zeit als Teil der japanischen Inseln angesehen, erwarten sie also heftigen Widerstand. Oh ja, Freunde, es geht tatsächlich in das Gebiet Tokio und beziehungsweise 600 Meilen von Tokio entfernt. Und genau, unsere letzte Schlacht in der Kampagne spielt also auf dieser Insel. Okay, erobern Sie die Flugplätze auf der Insel, zerstören Sie sie aber nicht. Vernichten Sie alle japanischen Streitkräfte. Klingt ja ziemlich einfach, aber bin ich mal gespannt, Freunde. Gut, gehen wir einfach mal rein hier. Tatsächlich an diesem Sonntagabend wieder. Standardmäßig, ne? Okay, kommt erstmal der Cutscene. 19. Februar 1945. Also kurz vor Ende. Kurz vor Sonnenaufgang. Vor der Küste von Iwo Jima. Jo, ist klar. Kommandant Konkalis grüßen. Oh ja, Schlachtkreuzer. Bam. Boah, krass. Aber da ist nichts, Freunde. Worauf schießt ihr? Da ist nichts. Hui. Ja, genau, alle nacheinander weg. Ach, das soll, glaube ich, darstellen, dass die Minen kaputt schießen. Kann das sein? Das kann gut sein, ja. Oh, wir kriegen noch. Unser erster Befehl lautet, die Verteidigungsstellung am Strand aus dem Weg zu räumen, damit unsere Truppen an der Ostküste landen können. Die Verteidigungsstellung am Strand. Alles klar. Ui, wir haben hier noch Kriegsschiffe Dreadnought und wir haben hier zweimal die Bismarck, Freunde. Okay. Vernichten Sie aber in der Nähe der Strände im Osten der Insel. Ja, gut. Dann fahren wir mal dahin, Freunde. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt beim guten alten Let's Play von Empire Earth. Das Projekt geht auch schon. Ach du Scheiße! Okay, das war schon. Das ist schon zu nah dran. Okay, dann schießt ihr mal bitte da drauf da. Schlachtschiffe, ihr habt doch genug Reichweite, oder? Schlachtschiffe haben doch normalerweise eine höhere Reichweite als Haubitzen. Haben sie nicht? Okay. Ja, dann. Bums. Oh Gott, die ziehen ja gar nichts ab. Was ist denn hier los? Die ziehen ja gar nichts ab. Was soll denn das hier? Da sind Haubitzen. So. Gut, dann machen wir das einfach mal zusammen mit den Schiffen hier. So, dann. Und. Bumm. Sehr gut. Sehr gut macht ihr das, Kollegen. Hallo, könnt ihr mal.
Was macht ihr? Ziehen die sich zurück? Das geht ja mal gar nicht, ey. Da ziehen die sich einfach zurück hier. So, drauf da. So, drauf da, Mensch. So. Und du hilfst mal bitte... Ah, da sind Scharfschützen. Aber das kriegt er hin. Sehr gut. Wunderbar. Da sind Scharfschützen. Ach du Scheiße, da ist noch mehr da oben. Krass, Freunde. Ja gut, dann helft dem mal. Kommt, helft dem mal. Und ihr bitte auch hier hoch. Oh Gott. Nicht kaputt gehen, hallo? Nicht kaputt gehen hier. Geile Mucke, echt. So, bäm. Hallo, was macht ihr da? Könnt ihr bitte mal mit hier hochkommen? Ja, ja. Schießt du mal auf verschiedene Dinger. So. Und bäm. Und weg damit. Wunderbar. So, dann machen wir noch diesen Bunker da kaputt. Mach den Bunker kaputt, los. Damit wir gleich hier landen können, Freunde. So. Oh, jetzt muss ich gerade mal... So, passt. So, jetzt haben wir ja zumindest schon mal hier die Bunker weg. Beziehungsweise die Artillerie. Ach, ich kann aber nicht auf die... Ah, guck mal, da oben. Okay, da oben ist noch was. Haha, sehr gut. Die Scharfschützen sind weg. Das ist schon mal sehr gut. Alles klar, dann... Was macht der eigentlich? Ach, der ist kaputt. Ja, okay, dann ist der halt kaputt. Und kabam. Freunde, wir schießen uns hier den Weg frei. Volksbank Reißer essen dann. Wir schießen den Weg frei. So. Dann schön auf den Bunker, beziehungsweise auf das hier vorne. Die Sachen hier ziehen mir irgendwie zu viel ab gerade. Muss ich ja irgendwie mal so sagen. So. Aber mit den Kriegsschiffen kriegen wir das schon hin, tatsächlich. Und wir müssen hier echt alles kaputt machen. Okay. Dann machen wir das doch einfach mal. Bitte alle helfen. Hallo? Was seid ihr für Assis hier? Helft ihr einfach nicht. Nur die helfen nicht. Wartet mal kurz. Ich muss mal gerade... So, Freunde. Mein linker Ohrstöpsel. Ach Gott, da ist noch eins. Hat der viele Haubitzen, Mensch. Das ist aber auch wieder... Die helfen nicht, ne? Die helfen auch nicht. Das sind richtige Assis. So. Dann hier. Ein Schlachtschiff. Du kannst bitte den Bunker da währenddessen platt machen. Und bäm. So, wunderbar hier. Hauptsache, dieses Medikin hält 3 Schüsse von einem Schiff aus. Ah ja, okay. Was heißt, der Seeangriff müsste jetzt gleich eigentlich erfolgreich sein? Ah, du kommst da dran. Sehr gut. Du kommst da also dran. Haben wir es dann bald mal? Nee, da ist noch was. Was ist das denn da? Ein Marinesoldat. Ah ja, okay. Kommst du da dran? Da oben? So. Schieß mit dem Maschinengewehr auf ein Schiff drauf. Ist klar, Kollege. Ist klar. So. Oh. Verteidigungsanlage an den Stränden wurden vernichtet. Mit Marines beladene Transportschiffe sind bereit, die Strände zu stürmen. Leiten Sie die Transportschiffe zu den Landezonen, die Sie soeben geräumt haben, um Ihre Streitkräfte abzusetzen. Die Landezonen wurden mit Flaggen markiert. Jo, okay. Steht zwar 0 von 14, aber gut. Gucken wir mal. Na komm, dann schieß mal diesen Bunker da kaputt. Kommst du da dran? Nee, da kommst du dann dicht dran.
Schade. Okay. Alles klar, dann Transporter. Da ist er. Der Atomzeitalter. Sieht aus wie eine Holzschüssel. Aber gut, Freunde. Und ja. Wie gesagt, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Hoffe, dass es euch soweit gut geht in dieser schwierigen Zeit mal wieder. Bei mir geht's noch einigermaßen. So. Wow. Okay. Das ist jetzt unsere Schlacht, Ladies. Arbeitet euch den Hügel rauf und erobert diese Flugplätze. Zerstört sie aber bloß nicht. Die hohen Tiere wollen sie intakt. Ja, alles klar, dann machen wir das. Och, du Scheiße! Das sind wieder hier die... Ach, Gottes Willen. So. Ja, dann... Schießt euch mal durch hier. Oh, Gottes Willen. Boah, da stehen ja überall diese Haubitzen rum. Boah, ist das gemein. Mach diese Panzerabwehr kaputt. Das gibt's ja wohl nicht. Was macht ihr denn da? Kommt ihr mal hoch hier? So, wartet mal. Kommt ihr mal hier hoch, bitte? Kommt ihr raus? Was zur Hölle? Warum kommt ihr nicht da durch? Verdammt nochmal. So. Oh, da ist noch ein Scharfschütze. Was macht ihr denn da? Dann schießt euch mal den Weg hier durch. So. Okay. Nein, nicht meine Artillerie. Oh. Verdammt ich. So, okay. Dann können wir jetzt hier uns hier durchschießen. Oh, nice. Verstärkungen, Freunde. Verstärkungen sind eingetroffen. Aber nicht kaputt machen die Dinger, ja? Nicht kaputt machen die Flugfelder. Sehr schön. So, dann hier und hier oben und da hinten noch. So. Alles klar. Ach, da ist noch ein Bunker da. Nein, 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 nicht kaputt machen. Nicht kaputt machen. Boah, was eine Schlacht. Was eine Schlacht, Freunde. So. Aber da kommen ja Verstärkungen. Das ist sehr gut. So, dann machen wir hier diese Haubitzen da hinten im Arsch. So, Verstärkungen sind da. Sehr gut. Autosave. Krasse Mission, ja. So, Flammenwerfer. Sehr gut gegen Mannequin. Dann macht diese Haubitzen hier kaputt. So. Da oben ist noch eine Haubitze. Da ist noch eine Haubitze. Wie viele Haubitzen sehen denn hier? Meine Güte, ey. So. Ich schieße mich jetzt mit dem Panzer hier so weit wie möglich weiter durch. So. Ach du Scheiße. Schaut euch das mal an. Das ist einiges. Wow. Aber wir kriegen gute Verstärkungstruppen, ja. Oh ja, ihr schießt euch mal da durch. Wartet mal, da wir jetzt nur noch Mannequin haben, ne? Na gut. Nein, jetzt hört doch auf, lasst doch das Flugfeld in Ruhe. So. So, weiter geht's hier. Komm, 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 komm. So. Und durch da los. Diese blöden Heckenschützen. Okay, da kommen neue Verstärkungen, Freunde. Cool. Richtig coole Mission, ja. Oh Gott. Wieder alles am wenigsten weg hier. Ihr seid lustig, ey. Na, kommt mal aus dem Bunker da raus. So. Achtet auf eure Rücken. Okay. Boah, ist hier viel Scheiße von denen. Wirklich. Oh Gott. Okay. Ja. Meine Verstärkungen kommen wieder. Rücken Sie nach Norden vor und vernichten Sie Bunker und Verteidiger. Durch die Zerstörung ganzer Gruppe von Bunkern wird die japanische Verstärkung eliminiert. Ach, okay. Alles klar. Ach, die schießen da drauf. Ein Krankenhaus. Sehr schön.
Die blöden Heckenschützen, die schießen einfach auf mein Flugfeld. So, dann. Haben wir Flammenwerferpanzer? Das ist ja geil. Wir haben Flammenwerferpanzer. Was zur Hölle? Okay, heftig, Freunde. Ja, gut. Das. Oh. Oh Gott. Oh, dieses Piepsen war laut gerade. So. Dann taktischer Rückzug hier, so. Und dann kaputt machen die Teil, die Typen hier. So, was ist hier oben? Oh! Ein Bomber! Jo, okay. So langsam aber sicher wird das hier ein bisschen. Ach geil, guck mal. Wir haben einen Bomber. So, da sind wieder Verstärkungen. Wunderbar, Freunde. Das finde ich gut, dass wir hier endlich viele Verstärkungen kriegen. Ach Gott, Freunde. Nein, das geht doch kaputt. Wer schießt denn da noch drauf? Ist das okay, wenn das kaputt geht? Ich meine, ich weiß es ja nicht. Da sind noch mehr. Hey, was machen die denn da? Mach schneller, Transporter. Na toll, das geht kaputt. Das Flugfeld geht kaputt. Oh Mann. Bitte nicht, ey. So, Verstärkung. Erstmal hier unten hin. Erstmal hier unten beschützen. Das da oben geht kaputt. Das kann ich nicht verhindern. Och, jetzt nicht euer Ernst, oder? Aber wir haben hier ein Autosave. Genau, wir haben hier ein Autosave, Freunde. Verdammt. Verdammt. Okay. Dann heißt das im Prinzip, diese scheiß Flughäfen beschützen. Ja, absolut, Freunde. Absolut. So, dann hier oben. Ihr beide schießt bitte da drauf, ja? Da hinten auf die Hobbitze. So, genau. Und du hast doch eine höhere Reichweite als der Bunker. Schieß doch auf den. Verdammt. Das ist jetzt gerade ein bisschen kacke. Aber hier haben wir ja noch welche. Okay. Ist doch schwieriger als gedacht, Freunde. Das heißt, wir müssen uns hier Schritt für Schritt wieder vorbereiten. Gut, dann macht das mal. Oh Mann. So, dann. So, das gehört uns. Die Flugplätze sind okay. Lasst sie nicht unbewacht. So. Es gibt keinen sicheren Platz auf dem. Okay. Dann. Verstärkungen sind einsatzbereit. So, Verstärkungen kommen direkt hier hoch für hier unten. Und die stelle ich dann da unten ab. Achtet auf eure Rücken, ja, okay. Dann zieht euch mal zurück. Oh, das sind ganz schön viele da, ey. Das sind viele. Das sind richtig viele da. Oh Gott. Na komm, Flammenwerfer. ja. Komm, du machst das. Rums hier. Och nö. Na gut. Dann hier schützen, schützen, schützen. Ihr japanischen Drecksäcke. Heckenschützen ohne Ende hier. So. Heckenschützen. Okay. Zurück. So, da sind wieder welche. Ah, dieses Piepsgeräusch.
Das ist so krass, das Piepsgeräusch hier. Aua. Der Bomber, der da ankommt. So, jetzt ist da links. Boah, diese Heckenschützen. Freunde, das ist ja nicht wahr. So, wo sind die Heckenschützen? Da unten sind die Heckenschützen. Diesmal nicht, Freunde, diesmal nicht. Da. Wir werden angegriffen. Sir? Oh Gott, was so? Och, jetzt machen die ja schon wieder kaputt. Nein, um Gottes Willen. Dieses blöde Männchen da oben. Mörser. So, jetzt. Aber wie soll man denn das machen, wenn da die ganze Zeit Scharfschützen sind? Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Was ist denn das? Nein. Nein. Verdammt. Ach, das ist doch zum Kotzen. Wie soll das gehen, sagt war. Okay, dann machen wir jetzt nur hier die Sachen kaputt. Und nehmen noch nicht das obere Flugfeld ein. Wir müssen es nämlich jetzt nämlich erstmal sammeln, tatsächlich. Wir müssen es erstmal sammeln. Das ist ein bisschen zu schnell, tatsächlich. Okay, wir müssen uns sammeln. Was zur... Der mit seinen Heckenschützen, ne? So. Der mit seinen Heckenschützen. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt mit den Panzern tatsächlich nach vorne, ne? Mit den Panzern und mit den Haubitzen. So. Genau, Freunde. Weil die Männchen, die fliegen wie die fliegen. Die sterben wie die fliegen. So. So, da, hier. Kommt. Und bam. Und ihr macht bitte den hier kaputt. Und ihr macht bitte den Bunker da im Arsch. Beziehungsweise das Mannequin. Die Flammenwerferpanzer. Das ist richtig krass, ja. So. Hallo? Nein. Okay. Gut. Okay, da sind die Verstärkungen wieder. Da. Okay, und ihr schießt euch bitte da durch. Da sind die Verstärkungstruppen. Sehr gut. So, ihr macht bitte die ganzen, ja. Warum brennt das denn jetzt schon wieder? Warum brennt das denn jetzt schon wieder, hä? So, scheiß Heckschützen. So. Oh, da kommt aber einiges jetzt. Ihr seid lustig. Oh Gott! Ein Krankenhaus gespawnt hier. Um Himmels Willen. Leute, Leute, Leute. Nein! So. Schießt die einfach kaputt, die Penner. Und vor allem auch den Mörser da. Oh Gott. Heckenschützen. Das gibt's nicht, ne? Die Heckenschützen. Jetzt geben die Heckenschützen dem Ding wieder einen Rest. Oder was? Ja. Das gibt's doch nicht. Verdammt nochmal, Freunde. Ja gut, aber ich würde dann einfach mal sagen. Wartet mal, was ist denn hier oben noch? Nix. Okay. Ich würde das aber trotzdem mal sagen. Ja, hier machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch auch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ja? Tschüss.